Mein Lieben, Bandesbrotfreunde, willkommen in Langolien, glaube ich, heißt das hier. Hier ist eine Flagge. Wir sind hier irgendwie. Das ist. Ich gehe mal ganz kurz. Wir gucken so. Das ist auf jeden Fall. Das ist Jack. Wir können nichts mit dem. Ja, da steht ein Roller. Eine Vespa. Cool. Da stehen drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Justus, Jonas, Peter Shaw und Bob. Hier, Jack. Jack. Das Schild hat recht. Gucken wir uns mal den Motorroller an. Ein Motorroller. Obwohl er klapprig ist, sieht er ziemlich stark frisiert aus. Das ist Langolien. Das ist unglücklicher Langole. Kollege, warum bist du ein unglücklich? Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Oh, traurige Menschen sind, die muss man trösten. Bernd, du bist zwar nicht der Meistertröster. Guten Tag, Herr Einwohner von Langolien. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Mein Jack hat meinen Verlobungsring gefressen. Oh. Sehr interessant und sehr bizarr. Aha. Spieleentwickler? Ja, Bernd? Noch peinlichere und boshaftere Einfälle zu fremden Kulturen hattet ihr nicht? Nein, Bernd. War ja klar. Können wir jetzt weitermachen? Nur, wenn es unbedingt sein muss. Muss, wenn du wissen willst, warum du eigentlich bewusstlos in einem weißen Raum bist. Das ist mir zu kompliziert. Wie, ich dachte, dass wir hatten einen Jack auf dem Kopf oder diesen Wikinger und wir sind, das war nicht der Grund für unsere Bewusstlosigkeit. Oh Gott, dann wird es aber noch relativ schlimm werden, liebe Leute. Er will also nicht mit uns reden. Hier ist ein Schild, mir ganz kurz auf der Lupe klicken. Da ist der Jack, da ist der Fallschirm, kann man nichts mehr mitmachen. Ah, na, das ist Chili, das ist Priegel, der Jack. Okay. Moment, wir haben Stroh. Ein bisschen Stroh. Können wir der Abführmittel mit der Stroh machen? Ui, das ist eine gute Idee, Bernd. Oh ja. Damit können wir die Außerirdischen anlocken. Priegel. Ja, Bernd? Das war nicht mein Plan. Meine auch nicht. Ach so. Aber, wenn gefressen hat die Jack der Ring, wir müssen bringen der Ring aus die Jack. Das ist eine völlig logische Deduktion, ne? Wer bei mir Sherlock Holmes gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. So, pass mal auf. Denn abführendes Stroh. Jack? Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Lass das! Wir wollen Jack das, Jack, Jas, das ist... Ich kann gerade nicht mit euch reden. Mein Jack hat meinen Verlobungsring gefressen. Ja, den wollten wir da gerade raushauen, aber du hast... Wir nehmen den Roller und hauen ab. Hey, das ist meine! Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Na gut, okay, das können wir da wahrscheinlich erstmal nicht viel machen. Ich weiß es nicht genau. Die Kiste, was haben wir denn hier? Das ist Jack, Fenster, Tür zum Jack-Shop. Es gibt einen eigenen Jack-Shop, cool. Der Laden von Jack-Fritz. Jack-Fritz. Ich bin gespannt, was wir dort in Erfahrung bringen. Ja. Ich bin nie gespannt. Ich bin gelangweilt. Dann sei doch froh, dann bist du glücklich. Du bist ein glückliches Buch, wenn du gelangweilt bist. Oh, könnte das der Jack-Shop von Jack-Fritz sein? Meinst du, Schaf? Könnte es an dem Jackkopf über der Tür, dem hier doch sehr starken Jackgeruch oder dem Jackshop-Schild liegen? Klopf, klopf, klopf. Jackshop-Schild liegen. Der sieht aus wie ein gefährlicher Mann. Der in der Nase popelt. Alter, frisst er die Popel? Habt ihr gesehen, der hat die Popel gefressen? Sag mal, Alter, wie bist denn du drauf? Ich hab hier Zuschauer, die mögen sowas vielleicht. Pass auf, Antworten, B antworten, C antworten. Ich glaube, ich antworte mal. Ich bin heute mal normal drauf. Das ist Antworten. Hallo. Wir hätten gerne ein paar Antworten auf die Frage nach einem gestohlenen Bronzejack, von Ihnen verschickte Jack-Joghurt-Paletten und... Ich beantworte grundsätzlich keine Fragen an der Tür. Dann lassen Sie uns doch rein. Der Jackshop ist zu wegen Ferien. Tschüss. Och, ich hätte auch gern Ferien. Ich auch. Ich glaube, dieser Mann hat etwas zu verbergen. Briegel? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Mist. 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 Naja, gut, ich meine, das ist das Scheißhaus übrigens, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr einleitend aus. So, für Ferien, ja, pass mal auf, Kollege, ne, wir wollen das mal B antworten, C antworten wollen wir auch noch. Da passiert nichts, gut. Wir haben hier ein Fenster. Ich kann nicht reinsehen, ich bin zu klein. Du bist nicht zu klein, du bist nur zu kurz Meine gewachsen. Meine Arme sind zu kurz. Meine Arme sind zu kurz, die Kiste schieben, genau. Na, schieben wir die Kiste mal ans Fenster.
So hatte ich das geplant, Bernd. Dann hast du auch mit kurzen Armen eine Chance. So, und jetzt? Kommst du da drauf? Da komme ich nicht drauf. Diesmal sind meine Beine zu kurz. Du hast aber auch immer was zu meckern. Yippie! Scheibe einschlagen! Klirr, klirr! Vielleicht sollten wir doch etwas leiser sein. Das ist... Wenn wir ein geeignetes Schneidwerkzeug härter als Glas finden würden, vielleicht eine kohlenstoffbasierte Schnitteinheit, nur so eine Theorie. Mit anderen Worten, der gute Bregel redet von Diamanten. Wenn ich das mit meinen rudimentären Schulbildungsresten noch so, wie soll ich sagen, Diamanten, wir haben ein Jack, das einen Ring verschluckt hat. Wir müssen den guten Mann mal fragen, ob möglicherweise, aber auch nur möglicherweise, sein Verlobungsring ein Diamantenintus hatte. Unglücklicher Langole. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Mein Jack hat meinen Verlobungsring gefressen. Sagen Sie, trauriger Langole, dieser Ring war zufällig. Kohle, Knechte, Kartoffeln. Kartoffeln? In Form einer Kartoffel? Ach, ich hätte so gerne einen Kartoffelring gehabt, aber ich musste tiefer in die Tasche greifen. Es war ein Diamantring. Auch wenn es ein ekliger Gedanke ist, wenn wir den Ring aus deinem Jack wieder rauskriegen, dürfen wir uns den Ring mal ausleihen? Ich wüsste zwar nicht wie, aber na klar. Also der Hälse scheint er nicht zu sein. Ich meine, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ne? Pardon, wenn du was gefressen hast, ne? Was oben reingeht, geht unten wieder raus. Das könnte natürlich eine gewisse Zeit dauern. Ne? Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Let's Play erzählt, ich habe auch mal Geld verschluckt, ne? Als Koten, ne? Glaube ich, ein, was weiß ich, ein 5-Pfennig oder so ein Scheiß. Dann haben wir den irgendwann, ne, hat er wieder guten Tag gesagt in eine Schüssel, ne? Und so machen wir es mit einem Jack auch, aber dass er da nicht selber drauf gekommen ist, vielleicht hat er die Hochzeit schon gleich, dann das ist alles ganz schrecklich. Wir müssen auf abführende Stroh und wir sind froh. Ich könnte mir nichts Ekligeres vorstellen. Ach doch. Ach doch. Und zensiert war der Balken auch wie nett, Kuhfladen. Ein Kuhfladen. Also eher ein Jackfladen. Ein Jackfladen. Trotzdem fasse ich den nicht mit bloßen Händen an. Igitt. Igitt. Also wir haben die Schaufel doch. Haben wir die Schaufel? Oder den Pömpel? Den Pömpel glaube ich aber nicht. Pömpel mit Kuhfladen? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja. Dann nehmen wir die Schaufel. Nein, nicht das Horn. Aber man muss immer auf rechts klicken, wenn man die Sachen wieder weglegen will. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Schaufel. Hier. Kuhfladen, Jackfladen, wie auch immer. Irks. Blöd. Das ist schon ein bisschen, sagen wir, erniedrigend. Ja, das ist... Immerhin habe ich jetzt den Ring. Well, das ist ein Guybrush Threepwood Verlobungsring. Wer erinnert sich an die Guybrush Threepwood? Ne? Elaine, ich bin ein Abenteurer. Ein Rabauke, ein Mann, der 10 Minuten lang die Luft anhalten kann. Willst du mich heiraten? Und dann das schöne Thumbnail mit dem Superring. Die Kette können wir nicht nehmen. Pass mal auf, können wir jetzt hier... Ich glaube, wir müssen erst den Pümpel, ne? So, wenn man das so im Fernsehen sieht, machen die immer so einen Pümpel da drum. Machen die nicht, dann nehmen wir mal den Diamant drin. Meine Arme sind zu kurz. Arme sind zu kurz, um mit dem Ring ans Fenster zu kommen. Darf ich? Ja, Chili, du also darfst. Also gut. Ja, komm. Baby, komm. Peinliches Schweigen. Gut, Ring. Chili, wenn du das machst, fällt der amorphe Feststoff heraus und zersplittert auf dem Boden. Das erzeugt für Menschen hörbare Wellen und Jack Fritz ist alarmiert. Übrigens, ne, meine lieben Leute, in den Folgen, es gibt ja die Bernd das Brot-Folgen, hatte ich schon mal erwähnt, da spricht Briegel nicht so hoch wissenschaftlich. Das ist jetzt hier alles ein bisschen verklausuliert, damit das Spiel nicht, ne, ganz so sagt, ne, pass mal auf, du musst jetzt den Pümpel nehmen, denke ich mal, dass es so ist. Deswegen machen wir das jetzt hier mal. Und ne, aber in den Folgen, in den Serien, ist ja, da spricht er ein wenig normaler. Auch schon ein bisschen abgespaced, aber das passt alles. So, das ist eine gute Idee, Chili. Woher weiß das Schaf so etwas? Übung, Berndi, Übung! Stuntschaf, Stuntschaf, das haben sowas drauf. So, okay, und jetzt Diamantring? So, und jetzt schneide ich ein bärenförmiges Stück heraus. Ui,
schön. Ein bärenförmiges Stück. Fertig. Wie soll ich jetzt da durchkommen? Fliegen? Hätte normales Loch nicht gereicht? Was? Klirrdings mit Pömpel. Klirrdings mit Pömpel. Berndi? Eigentlich Berndi, aber jetzt mein Fußball! Ich hab's mir gedacht, die will in den Arsch treten und, Es ist Dr. Bumblebee Busch. Brillant, blättrig, belebt. Genau, das hatten wir schon, okay. Wir müssen Bernd jetzt echt in den Arsch treten, dass, ich meine, Chili ist das egal, die ist ja relativ schmerzfrei und entspannt und locker und die eine Stuntfrau halt, ne? Ich glaube, du brauchst einen Trittkraftverstärker. Etwas, das deine Energieabgabefläche vergrößert. Was? Ein Energieab... Ah, I guess he means the old Stiefel. Das könnte sein. Yippie! Ich lebe jetzt auf sehr großem Fuß. Ich auch. Das ist ein sehr schlechter Wortwitz, Schaf. Okay. Aber passend, Bernd. Es ist die 89. Spielminute. Es steht noch 0-0. Begeisterung, Begeisterung, irgendwelche Fußballparolen. Ich kann's nicht. Ich hatte immer eine Abneigung gegen Ballsportarten. Ich nicht. Gegen Sport allgemein. Chili Power! Chili Power. Au, au, au. Danke, Schaf. Da nicht für. Siehst du schon die Statue? Und ja, lass ja dich ja nicht erwischen. Ja, ja, das war es leise. Also, Chili, über deine Methoden müssen wir nochmal reden. Ich meine, ein einfaches Loch wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, weil das hier alles gesplittert laut und das ist alles ganz... Das ist gut, was haben wir denn hier? Jackfellteppich. Was riecht muffig, nass und nach Jack? Bewegt sich aber nicht richtig. Ein Jackteppich. Kaufen Sie jetzt wunderschöne frische Jackteppiche. Ein Pullover. Eine Jackstatue. Gucken wir uns das jetzt an. Was riecht muffig, nass und nach Jack? Leider nicht die, die wir suchen. Leider nicht die, die wir suchen. Eine seltsame Wand. Schaut mal, liebe Freunde. Seltsam. 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 Eine seltsame Wand. Seltsam. Seltsam. Das ist aber mal richtig. Können wir die mal aufmachen? Nein. Ich glaube, ich lasse die zwei noch draußen. Die machen nur Chaos. Und Jackfritz muss hier irgendwo sein. Okay. Gut, dann gucken wir uns der Pullover an. Ein Pullover. Ein Pullover. Eine Registrierkasse. Eine altmodische Kasse. Was kostet die Welt? Genau, was kostet bestimmt die? Mehr als 1000. Das kannst du nicht wissen. Bücher. Moby Jack. Die Jacks von der Tafelrunde. Moby Jack. Die Jacks. Jacks von der Tafel. Eine Jackhornfelle. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz gewöhnliche Feile. Oh, das ist aber sehr faszinierend. Wir können nehmen der Feile. Nehmen wir mal. Feile, Feile, Segen, 7 Tage Regen. Ich glaube, es tut mir doch nicht allzu gut, allein zu sein. Das ist alles, ne, das hängt vom Standpunkt ab, Burn. Das ist heile, heile Siege. Haben wir hier noch was? Was ist das? Ein Gong. Ein uralter, langolischer Gong aus dem 2. Jahrhundert vor dem 3. langolischen Winter. Woher weißt du sowas? Das war, steht das drauf oder was? Kaputte Diele. Oh, habe ich die kaputt gemacht? Das tut mir leid. Mein Kopf ist halt sehr kastig. Ja, das kann man so sagen. Kaputte Diele. Vorhang. Ein blickdichter Vorhang. Hübsche Farbe. Wie praktisch blickdicht. Das ist aber mal vom Allerfeinsten hier. Ah, seltsame Wand. Wir können jetzt was machen. Da ist eine Hand drauf. Seltsam. Seltsam. Aber seht ihr, hier sind Kratzspuren, ne? Das haben wir ja bei George Stewart, ne?
Wir können das Jagdfell auch nehmen. Bei George Stobbart schon mal gesehen, ne? Also als er Nico befreit hat, da haben wir auch die Kratzspuren gefunden und so. Der gute Nico, ne? Das ist, das bin Waffenmissflug 2, ne? Wer es nicht gesehen haben sollte, auf meinem Kanal zu finden. Nasses Jagdfell anfassen. Meine demnächst Lieblingsbeschäftigung. Oh, sieh mal an. Spuren einer Geheimtür. Oh, sieh mal an. Spuren einer Geheimtür. Meine lieben Leute, das Geheimgang lässt, ne? Wenn dann Spuren einer Geheimtüre sind, dann könnte man vermuten, dass da irgendwas Geheimes dahinter ist. Und das werden wir uns dann im nächsten Mal schnappen. Und ja, die Jagdsachen sind eine coole Nummer. Und ich sag jetzt erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, über dieses komme ich immer noch nicht weg, Freunde. Das hätte man, glaube ich, leichter und leiser haben können. Aber ne? Chili Power, es geht anders, ne? Meine lieben Leute, in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Halt, ich war grad. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Spielkind 45, das Jagdteppich.